Hallo zu Inside Politics, heute ohne Politiker, dafür mit Politik- und Medienanalyst Peter Pleickner. Guten Tag, Ihres Zeichens sind Sie eben Politik- und Medienberater. Was tun Sie dabei und was beobachten Sie derzeit im EU-Wahlkampf? Ich berate einerseits öffentliche Institutionen im politischen Bereich. Das reicht von Landesregierungen über Parteien bis zu Kammern, andererseits Medienhäuser und das Ganze immer über die Kommunikationsaspekte. Dabei kommt man unweigerlich zu Strategiefragen, weil Kommunikation in den vergangenen Jahren immer noch höheren Stellenwert bekommen hat. Was heißt das jetzt konkret? Man beobachtet das ja immer wieder. Firmen haben heute eigene Kommunikationsabteilungen, verschiedene Kammern in Österreich. Die Ministerien haben teilweise, wie wir wissen, aus der Berichterstattung über 50 Mitarbeiter, die im Kommunikations- und Medienbereich tätig sind. Wie kann man sich das vorstellen? Das Ganze kann man sich am besten vorstellen. Ich habe Anfang der 80er Jahre als professioneller Journalist begonnen in Tirol, wie man vielleicht meinem K noch anhört. Damals war der Landespressedienst, das waren zwei, drei Leute allerhöchstens. Und wenn der Chef des Landespressedienstes im Urlaub war, war letztlich seine Sekretärin, damals hieß das noch so, der Landespressedienst. Und auf der anderen Seite war bei einer führenden Tageszeitung im Lande, gab es zwei, drei Leute, die über Landespolitik berichtet haben. Mittlerweile ist es so, dass die Zahl der Journalistinnen und Journalisten in einem großen Medium, die dann über Landespolitik berichten, kaum gestiegen ist. Das sind immer noch vor allem zwei, drei Leute. Die Zahl der Kommunikatoren, der Öffentlichkeitsarbeiterinnen in den Landesregierungen, in den Ämtern der Landesregierung hat sich nahezu verzehnfacht. Das heißt also, sowohl die Landespressedienste als auch bei den einzelnen Landesrätinnen und Landesräten zugeteilte Kommunikationsexperten liegt mittlerweile in nahezu jedem Bundesland über 20. Das ist mir auch ziemlich gut bekannt. Aber das heißt doch dann am Ende des Tages, dass ja die Berichterstattung darunter eigentlich leidet, weil man reduziert sich ja dann oft einmal auf das Übernehmen der Pressemitteilungen, kann sie gar nicht mehr so kontrollieren. Ich sage es ungern, der Journalismus ist über die Jahre immer mehr in die Defensive geraten. Das ist einerseits geschehen dadurch, dass die Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren infolge der Digitalisierung, infolge aber auch der Entwertung von Journalismus. Das hat Mitte der 90er Jahre begonnen, einerseits dadurch, dass ein großer Fehler aller etablierten Medien, Informationen gratis abrufbar ins Internet gestellt wurde, ein Effekt, der kaum noch rückgängig zu machen ist oder sehr schwer rückgängig zu machen ist, und andererseits das Aufkommen der Gratiszeitungen. Mit der Botschaft, der indirekten Botschaft, Information ist nichts wert, das heißt, Journalismus hat ein Finanzierungsproblem. Auf der anderen Seite hat jeder Absender, jede Absenderin erkannt den ständig steigenden Stellenwert von Kommunikation. Das heißt, insbesondere große Unternehmen oder Organisationen investieren immer noch mehr in Kommunikation. Wir können heute davon ausgehen, dass jede Firma, vielleicht sogar jedes EPU, jedes Ein-Personen-Unternehmen ein Medienunternehmen werden muss. Da sprechen Sie immer wieder an. In der Videobeschreibung sieht man den Link und auch oben im Infopunkt. Sie machen nämlich eigentlich zweimal im Jahr den sogenannten Medienfrühling und Medienherbst für die steirische Landeskommunikationsstelle. Und da sagen Sie ja auch immer mehr und mehr, dass das Thema Kommunikation und Medien eigentlich auch, so blöd es klingt, für eine kleine Werkstatt genauso wichtig ist wie eben für ein Großunternehmen, was zum Beispiel Tablets oder Homecomputer verkauft. Ich gehe zumindest davon aus, ich glaube, das bemerkt jede und jeder, der vor allem sich in der freien Wildbahn, sprich als Selbstständiger oder Selbstständiger bewegen muss. Nun, wie komme ich mit meiner Dienstleistung oder auch mit meinen Produkten überhaupt an mögliche Kundinnen und Kunden? Nun, das benötigt nun mal Kommunikation. Und das wird umso wichtiger, je mehr diese Kommunikation nicht mehr im persönlichen Gespräch stattfindet, sondern letztlich mit jedem Punkt dieser Welt in Echtzeit sofort funktionieren kann über die technischen Hilfsmittel, die wir mittlerweile haben.
So, kommen wir zum EU-Wahlkampf. Da gibt es eigentlich eine Beobachtung. Seit der Bundespräsidentenwahl 2016 ist es eigentlich öfters so gewesen, dass man berichtet hat, nicht mehr wer hat welchen Twitter-Account und wie viel Follower, sondern wer war der Letzte auf Twitter zum Beispiel oder wer ist jetzt sozusagen der Letzte auf Instagram. Inwiefern spielen die Social Medias oder die Social Media Plattformen hier eine Rolle in der Parteikommunikation und gewissermaßen, ich verwende jetzt mal den Begriff Propaganda der Parteien, um eben an die Wähler heranzukommen? Eine sehr große Rolle, die letztlich von der breiten Öffentlichkeit, aber eben auch von den etablierten Medien immer noch unterschätzt wird. Und das Ganze aber sehr abgestuft nach Parteien. Wir können davon ausgehen, dass rechtspopulistische Parteien und da durchaus führend in Europa die FPÖ in Österreich einen riesigen Vorteil bzw. Vorsprung in der Nutzung von Social Media hat. Wir bemerken das nicht nur, wenn wir beobachten, dass Heinz-Christian Strache um die 800.000 Fans auf Facebook hat, was immer denn Fans sein sollen. Wir bemerken das vor allem, welche hohe Interaktivität zwischen FPÖ-Mandatarinnen und Mandataren oder Politikern und ihren Fans bzw. Nutzern dieser Seiten besteht. Das ist immer noch deutlich höher, als es die Mitbewerber zustande bringen. Wir bemerken es andererseits, dass jemand wie Sebastian Kurz parallel zum Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 offenbar vor allem ganz großen Wert darauf gelegt hat, in Sachen Facebook HC Strache nahe zu kommen, der damals weit voran lag mit um die 400.000 schon und Kurz hatte im Februar 2016 etwas mehr als 100.000. Im Herbst 2016 hatte er schon 300.000. Das heißt, Kurz hat Social Media sicher als Plattform mitverwendet. Wir konnten das dann besonders gut beobachten in der Wahlkampfführung der sogenannten neuen ÖVP, der türkisen ÖVP, wie stark Social Media dort mit einbezogen wurde. Mit einbezogen heißt, man darf sich nie nur auf digitale Kontakte verlassen. Letztlich geht es natürlich schon immer darum, diese im persönlichen Kontakt mitzuverwenden, letztlich auch die eigenen Anhängerinnen und Anhänger zu servisieren, wie das so schön heißt. Da sprechen Sie auch einen ganz wesentlichen Punkt an. Da gibt es ja auch Livestreams. Ich rede jetzt nicht nur von Livestreams à la Parteiwahlauftakt oder Wahlkampfveranstaltung, sondern Günther Eppinger interviewt Sebastian Kurz und im Hintergrund laufen die verschiedenen Tweets oder Kommentare auf Facebook und die Leute können Fragen stellen, die sie direkt an den Kanzler lancieren. Inwiefern ist das wichtig bei der direkten Kommunikation? Es ist extrem wichtig. Im Grunde genommen haben wir es mit den digitalen Enkeln der einstigen Parteizeitungen zu tun. So wie die Parteizeitungen bis auf eine einzige in Österreich alle verschwunden sind, und zwar relativ rasch verschwunden sind, umso rasanter ist der Aufstieg der neuen Parteimedien. Ob das jetzt einfach Facebook-Präsenzen sind, wie jene, von denen wir gerade gesprochen haben, oder ob das letztlich ja, klassische Websites sind, wie jetzt InfoDirekt, um jetzt den rechteren Bereich zu nehmen, aber auch ContrastBlog, um eine solche Plattform der SPÖ zu nehmen. Das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Meldungen von dort über die Vertriebsplattform, Facebook vor allem, mittlerweile auch Instagram in ständig zunehmendem Maße oder auch die Multiplikatorenplattform Twitter eine ganz andere Breite bekommen, als sie das früher bekommen hätten können, auch schon in Zeiten des Internets. Multiplikatorenplattform ist ein Stichwort. Im DDR-Fernsehen hat es früher den Schwarzen Kanal gegeben. Die haben damals versucht, eben, ich weiß jetzt nicht mehr, einer Viertelstunde oder war das sogar eine Stunde lang, immer verschiedene Themen aus den Westmedien rauszunehmen, sich darauf zu konzentrieren. Karl Eduard von Schnitzel hat das ja knapp 30 Jahre moderiert und die haben dann in weiterer Folge eben aus diesen Informationen für ja, Kommunikatoren der Parteimedien oder der zuständigen Parteileitstellen von der SED hier die wichtigsten Snippets zusammengesammelt und dann
in die Welt hinausgeblasen oder in die Welt des Kommunismus, nennen wir es mal so. Gibt es so etwas in der Richtung noch? Und oder sind wir heute sozusagen die kleinen Karl Eduards von Schnitzlers geworden? Also ich wehre mich gegen solche Vergleiche. Also ich würde ungern unsere Demokratie, und ich glaube nicht, dass sie gefährdet ist, jetzt mit DDR-Zeiten vergleichen, insbesondere nicht, was die Mediennutzung betrifft. Denn sonst kommen wir noch ein paar Jahrzehnte tiefer und auch diese Vergleiche hinken und hinken noch viel mehr. Letztlich wird immer alles gemacht werden, was technisch möglich ist. Ich verstehe. Ich habe nämlich nur selber jetzt ein Beispiel erlebt. Ein Bekannter von mir ruft mich an und sagt, du machst Werbung für die Freiheitlichen. Sage ich daraufhin, wie, was? Ich mache Werbung für die Freiheitlichen. Ja, mit deiner, man sieht dich, dass du auf Facebook bei einem gesponserten Beitrag der FPÖ zu sehen bist. Ja, also ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Und gut, als Politikinteressierter, als jemand, der sich auch journalistisch damit auseinandersetzt, muss man logischerweise den Webseiten folgen. Und das sehen dann die jeweiligen anderen. Und dann heißt es auf einmal, man ist Strache-Fan, man ist Kern-Fan, man ist ein Fan von Sebastian Kurz. Dabei hat das ja eigentlich nichts zu tun. Aber mir kommt vor, dass die Leute immer mehr und mehr diese Brille verlieren oder nur durch die rosarote Brille schauen und nicht mehr unterscheiden können, was macht der und was ist sozusagen das, was mich jemand anderer glauben lassen will, dass der tut. Es gibt teilweise jetzt ziemlich naive Sichten auf das, nennen wir es mal, Geschehen, das digitale Geschehen. Wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass alle, die einmal eine Fanpage auf Facebook geliked haben, deshalb Fans derjenigen Person sind. Da gibt es auf beiden Seiten Missverständnisse. Ich glaube, dass insbesondere Journalistinnen und Journalisten viel vorsichtiger sein sollten, welche Fanpages sie denn liken. Es ist nicht unbedingt nachvollziehbar, dass sie das nur deshalb tun, damit sie die Nachrichten bekommen. Sie sind halt da letztlich auch als Fan registriert. Umgekehrt sollten die Betreiber dieser Pages auch nicht glauben, dass das dann unbedingt Fans sind. Aber die Wirkung nach außen ist halt, hat so und so viel 100.000. Ob das jetzt nur zur Nachverfolgung dessen ist, was jemand tut oder nicht, ist eine andere Frage. Die Interaktivität, aber jetzt insbesondere auf Mitte-Rechts-Seiten oder rechtspopulistischen Seiten, ist allerdings extrem hoch, wesentlich höher als bei den Mitbewerbern. Darüber gibt es gerade auch Untersuchungen in Deutschland über die AfD. Und das hat etwas damit zu tun, dass sich insbesondere rechtspopulistische Parteien in den klassischen Medien, in den herkömmlichen Medien immer unterbewertet gefühlt haben. Das heißt, sie haben begonnen, sich eigene Medien, ich würde sagen heute schon Imperien aufzubauen. Es gibt keine Partei, die so unabhängig ist von den herkömmlichen Medien, auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich wie die FPÖ. Ähnliches bahnt sich in Deutschland mit der AfD an. Also das ist so eine Weiterentwicklung von dem, was wir kennen. Airbnb ist das größte Hotelierunternehmen der Welt, ohne Hotels zu haben. Uber ist der größte Taxidienst, ohne einen Taxifahrer angestellt zu haben quasi. Und die FPÖ oder diverse andere Parteien können große Medienimperien werden, ohne dass sie im klassischen Sinn Medien sind. Wie gesagt, also es gibt die Theorie, dass jeder und vor allem jedes Unternehmen letztlich zum Medienhaus werden muss. Ich glaube, wir kommen in oder sind längst in einer ganz anderen Wettbewerbssituation, die in den etablierten Medien noch am wenigsten realisiert wird, weil es ein jahrzehntelanges gewohntes Privileg aushebelt, nämlich die Gatekeeper-Funktion, nämlich dass die Journalistin, der Journalist die Auswahl der Nachrichten bestimmt, die dann letztlich an ein breites Publikum weitergegeben werden. Letztlich steht heute ein ORF nicht nur im Wettbewerb mit Puls 4, ATV oder Servus TV, ein ORF steht auch im Wettbewerb mit FPÖ TV. Eine Kronenzeitung steht nicht nur im Wettbewerb mit Österreich oder heute, sondern letztlich auch im Wettbewerb mit unzensuriert.at.
das sind vollkommen neue Situationen, weil sich dieser Wettbewerb dann auch noch multimedial abspielt. Also es geht natürlich über Print, Audio, insbesondere jetzt durch das Aufkommen von Podcasts und natürlich insbesondere Video. Der Journalismus muss, glaube ich, sich sehr beeilen, dass er mit diesem Zug mitkommt und das vor allem wegen der eingangs genannten Entwicklung oder Schieflage der Ressourcen, die es für Öffentlichkeitsarbeit gibt und der Ressourcen, die es für Journalismus gibt. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, dieser Schere zu entrinnen, ist eine ganz konsequente Qualitätsorientierung. Es wird sicher Massenmedien geben, deren Publikum relativ gleichgültig ist, ob das alles so stimmt, was verbreitet wird. Und das Publikum orientiert sich oft nicht danach, naja, ich weiß eh, dass es nicht stimmt, aber sie wollen letztlich zu dieser Peer Group gehören. Darüber gibt es auch zuhauf Untersuchungen. Darüber hinaus entsteht aber ein ganz großes Bedürfnis nach Glaubwürdigkeit, nach vertrauensvollen Quellen. Und das gilt jetzt wahrscheinlich noch wesentlich mehr zu entwickeln. Diese Glaubwürdigkeit, dieses Vertrauen weiterzuentwickeln beziehungsweise zum Teil wiederherzustellen, denn auch Medien haben an Glaubwürdigkeit und Vertrauen in den letzten Jahren eingebüßt. Diese Entwicklung gilt nicht nur für die USA, wo unter anderem daraus der Erfolg von Trump entstanden ist. Das ist ja richtig und vor allem, ich glaube, es ist schon auch zu sehen, Sie haben jetzt Donald Trump erwähnt, ich habe Donald Trump auf Twitter ein Follow geschickt und es hat, glaube ich, eine, vielleicht zwei Stunden damals gedauert, das war noch im vorpräsidialen Wahlkampf, also bei diesen sogenannten Pre-Elections, dass Donald Trump mir gefolgt ist. Irgendwann einmal haben sie mich wieder aussortiert, weil sie gesagt haben, ich bin nicht für sie interessant, ja, ist klar. Aber ich glaube, das war schon ein gewisses Impact-Verhalten. Sprich, wenn ein Politiker dir folgt, dann nimmst du dich als Wähler ernst genommen. Natürlich. Wir bemerken das, wenn wir die Wahlkämpfe von Hillary Clinton und Trump einfach kritisch vergleichen, dass sie noch viel zu sehr die Top-Down-Position eingenommen hat. Und Trump eigentlich sehr geschickt die vermeintliche Augenhöhe gespielt hat. Das vermag er nach wie vor, wenn wir uns die Spots von ihm anschauen. Naja, da gibt sich ein Milliardär als Klassensprecher der Entrechteten. Das ist eine etwas eigenartige Robin Hood-Position. Aber er hat zumindest verstanden, dass die Kommunikation so ablaufen muss. Und im Grunde genommen ist diese vermeintliche Augenhöhe ja das Geschäftsmodell von vielleicht nicht allen Social-Media-Plattformen, aber das Geschäftsmodell von Facebook. Wir hatten Mitte der Nullerjahre, so um 2005 ungefähr, in den USA eine Entwicklung, dass bei den üblichen Vertrauensabfragen, vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie dieser NGO, vertrauen Sie diesem Medium, wie üblich alle in etablierten Institutionen leicht an Vertrauen verloren haben. Vertrauen in alles etablierte ist seit Jahrzehnten erodiert, aber zugleich an die Spitze der Vertrauensskala gewandert ist, das war um 2005, I only trust a person like me. Das heißt also, ich vertraue eigentlich nur meinesgleichen. Und wenn man sich das genau überlegt, ist das eigentlich das Geschäftsmodell von Mark Zuckerberg mit Facebook, in dem er jede und jeden seine Freunde, seine Informantinnen, seine Informanten selbst aussuchen lässt, auf Augenhöhe, vermeintlicher Augenhöhe. Toll, Trump folgt mir. Toll, der ist mein Freund. Geschickte Kommunikatoren haben das sehr früh sehr gut ausgenutzt. Man muss doch nicht immer Trump, das ist als Beispiel erwähnen, der dann leicht negativ belegt wird bei vielen. Auch Obama hat das so gemacht. Natürlich, und der war ja überhaupt einer der ersten, eine quasi Ikone in dem Bereich. Und das Ganze spielt eben also von den Jahreszahlen genau zusammen. Also Facebook ist 2005 entstanden, also ist mittlerweile gerade mal 14 Jahre alt, ja. Das ist richtig. Und ich erinnere mich jetzt auch noch daran, das war, glaube ich, bei der Inaugurationsfeier von Obama, da hat man kurz darauf die iPod-Playlist von der Inaugurationsfeier von ihm online gestellt, damit man vom Präsidenten die Informationen
also diese Lieder abspielen kann, wenn man ihn mag. Ja. Es geht um die vermeintliche Augenhöhe. Wenn man darüber nachdenkt, weiß man natürlich, dass es diese Augenhöhe nicht gibt und zumindest diesen Eindruck zu erwecken. Und Sie werden das bei allen Trump-Spots sehen, dass er die gesucht hat. Und man sieht bei den meisten Hillary-Spots, dass das vernachlässigt wurde. Übrigens, Hillary Clinton ist mir nie gefolgt, aber an was das gelegen hat, weiß ich nicht. So, zurück zum EU-Wahlkampf. Es gibt jetzt mehrere Entwicklungen, die äußerst interessant sind. Sie haben Facebook erwähnt und Facebook hat jetzt zum Beispiel Wahlwerbung eingeschränkt vor ein paar Wochen. Wir haben plötzlich in der Früh die Information bekommen. Ich rufe dann am späteren Nachmittag in Europahaus in Wien an, sprich mit der Pressestelle, und die haben gesagt, ja, sie haben letzte Woche schon die Information bekommen oder innerhalb der letzten 2 Wochen, dass es jetzt diese Einschränkungen gibt und dass man sich eben als Wahlwerbender, wenn man einer politischen Organisation, einem Ministerium oder sowas ähnlichen oder einer Partei angehört oder einem Medium, das über Politik oder einflussreiche Themen berichtet, sich authentifizieren muss, und man kann immer nur dann berichten, wenn man auch die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes hat. Mhm. Also das heißt, ein Österreicher, der in Belgien für das Europäische Parlament arbeitet, darf dort nicht eine Werbung schalten für das EU-Parlament, sondern könnte das nur in Österreich machen. Und das wird jetzt von etlichen Parteien einerseits als Revanche gesehen, also die Freiheitlichen haben das als Revanche für Artikel 13 wahrgenommen, und andere sehen hier einen nicht zulässigen Einfluss eines riesigen amerikanischen Unternehmens auf den europäischen Markt, obwohl es unter der Prämisse läuft, man will verhindern, dass eben chinesische, russische oder auch amerikanische Medien hier in den Europawahlkampf eingreifen. Jetzt bin ich unterstellend unterwegs. Also ich glaube, man sollte keine zu große Dämonisierung von Facebook jetzt betreiben. Ich gehe schon davon aus, dass die grundsätzliche Absicht dabei war, Wahlbeeinflussung nicht ganz zu verhindern, aber nicht in dem Maße möglich zu machen, wie das offenbar schon der Fall war, wie wir im Nachhinein über einiges erfahren haben. Dass dies so gestaltet wurde wie jetzt, und jetzt bin ich beim Unterstellenden, könnte doch darauf zurückzuführen sein, dass wir es mit einem amerikanischen Konzern zu tun haben, der in amerikanischen Dimensionen denkt, und zwar in US-amerikanischen Dimensionen. Und dort ist die erste Frage von Politikerinnen und Politikern nach Europa immer, wer ist Europa? Mit wem rede ich in Europa? Es ist für die Amerikaner unheimlich schwer vorstellbar, dass die Europäische Union de facto noch 28 Ansprechpartner hat. Und aus diesem Grundverständnis heraus könnte allein das letztlich einfach als Fehler passiert sein. Also ich bin der Letzte, der sonst groß für Verständnis für Facebook wirbt, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Denn Facebook ist derzeit extrem bemüht, und das auch, um die Vertrauensbildung voranzutreiben wieder und verlorenes Vertrauen zurückzufinden, eben solche Möglichkeiten ja hintanzustellen. Facebook versucht auch mehr denn je für seine Inhalte verantwortlich zu sein. Ja, das hatte ich nämlich auch schon diskutiert mit Leuten aus Facebook selber, die im Hintergrund tätig sind, die haben eben auch gemeint, es kann möglich sein, dass Facebook einfach nicht berücksichtigt hat, dass ein Europawahlkampf mit 28 Mitgliedstaaten anders funktioniert. Freut mich, wenn ich nicht der Einzige bin. Manchmal sind nämlich wirklich die Ursachen von solchen Entscheidungen, die ganz weitreichende Folgen haben, unheimlich banal. Ja, absolut. Was beobachten Sie jetzt bei dem Europawahlkampf? Inwiefern arbeiten die Parteifamilien den jeweiligen nationalen Parteien zu? Gibt es da starke Kooperation, oder sieht man wirklich nur den nationalen Kandidaten für sich als Wähler? Grundsätzlich eher die nationalen Kandidaten. Aus österreichischer Perspektive gibt es eine Ausnahme, die betrifft aber keinen nationalen Kandidaten, sondern den Bundeskanzler, der insbesondere seine Nähe zum christdemokratischen Spitzenkandidaten Manfred Weber sehr betont. Also das ist das einzige Auffallende in der wirklich internationalen Kooperation. Ansonsten erdecke ich bei den Parteien nicht allzu viel Verweise auf die jeweilige Parteienfamilie in Europa.
gibt es zwischen Österreich und Deutschland, die eben nun mal einen gemeinsamen Sprachraum auch abdecken, große Unterschiede bei der Europawahl? Wie ist da das kommunikative System der Parteien aufgebaut? Nun, die großen Unterschiede bestehen vor allem in den großen Unterschieden, nämlich dass Deutschland wesentlich größer ist. Das gilt natürlich auch bei der Europawahl jetzt, wo für Deutschland 96 Mandate zu vergeben sind und für Österreich jetzt vorerst 18. Und wenn das Vereinigte Königreich denn wirklich austreten sollte, dann werden das vielleicht 19. Und so entstehen natürlich unterschiedliche Phänomene. Dadurch, dass es keine Eintrittshürde, keine Prozenthürde gibt, um in das Europäische Parlament zu kommen, ist in Deutschland ein spannendes Phänomen, dass Kleinparteien es einfach schaffen können und auch schon geschafft haben, wie zum Beispiel die Partei. Das können wir in Österreich noch nicht beobachten. Ansonsten können wir in beiden Märkten Nein, das stimmt so nicht. Mal bemerken wir in Deutschland insbesondere, dass die Europawahl schon auch als innenpolitische Reaktion zu sehen ist. Denn nach allen Umfragen, die wir haben, werden dort die beiden großen Koalitionsparteien, sowohl die Union als auch die Sozialdemokraten, deutlich verlieren, wohingegen die Oppositionsparteien, insbesondere die Grünen, aber auch die AfD und ein wenig die FDP, gewinnen werden. In Österreich hingegen werden die drei großen, sowohl Opposition als auch Regierungsparteien, offensichtlich gewinnen. Das gilt für die ÖVP, das gilt für die SPÖ, das gilt für die FPÖ. Werden die Grünen, genau gegenläufig zu Deutschland, deutlich weniger Stimmen bekommen, deutlich weniger Prozent bekommen als noch 2014. Und werden sich die Neos, da spiele ich jetzt ein bisschen Orakel, zumindest halten können gegenüber der 2014er Wahl. Ich glaube sogar, dass sie sich noch verbessern werden. Das habe ich auch schon intern von den Neos gehört und die Grünen schätzen es ähnlich. Kann man diese Situation bei den Grünen in Österreich ungefähr mit dem Aussteigen der Liste Martin im Jahr 2014 vergleichen? Schwer, weil die Liste Martin ja letztlich nie eine Partei, sondern nur eine Person war. Und die Grünen doch ein langjähriger Faktor der österreichischen Innenpolitik nicht nur waren, sondern immer noch sind. Wir sollten nicht vergessen, dass sie in, wenn ich jetzt richtig rechne, 5 Landesregierungen noch sind. Und schauen wir mal, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Wien und über den Proporz auch noch in Oberösterreich. Also in der Mehrheit der österreichischen Landesregierungen noch vertreten sind. Das ist also letztlich dann mit der Liste Martin nicht zu vergleichen. Aber der Wahlkampf in Europa ist halt für die Grünen vor allem ein Wahlkampf, rettet Europa, aber das kommt erst in zweiter Linie, sondern rettet die Grünen. Und ich glaube nicht, dass es ihnen bisher besonders gut gelingt, die Verknüpfung zwischen den beiden Parolen herzustellen. Also warum sollte Europa nur durch die Grünen gerettet werden? Denn wir bemerken, dass das ökosoziale Thema zwar enormen Aufwind erlebt, aber das nicht unbedingt durch die Grünen, wo das ursprünglich zu Hause war, sondern wahrscheinlich vor allem durch die Fridays for Future Kids. Ja. Und die müssen nicht unbedingt grün wählen? Sie werden es auch nicht unbedingt. Das wird eine äußerst interessante Geschichte. Eine siebte Partei im österreichischen Markt ist die KPÖ. Kann man die jetzt im Bundesparteispektrum ähnlich bewerten wie in der Steiermark, wo sie eine sehr deutliche Rolle spielen, aber an sich bundesparteimäßig oder auf das Bundesgebiet ausgedehnt, spielt ja die KPÖ eher ein Nebendasein. Bisher nicht. Der Erfolg in der Steiermark und insbesondere in Graz ist, glaube ich, vor allem durch hohe Glaubwürdigkeit mit Monothematik, um es geschraubt auszudrücken, zu verstehen. Das heißt, die KPÖ hat sich dort hohes Vertrauen dadurch erarbeitet, dass sie sich sehr glaubwürdig dem Thema Wohnen, leistbares Wohnen verschrieben hat. Das ist jetzt also auch in einem EU-Wahlkampf nicht das Thema.
Was diesmal nicht ist, könnte allerdings beim nächsten Mal noch werden. Das hat allerdings sehr viel mit der Entwicklung der SPÖ, den Sozialdemokraten, zu tun. Und diese Entwicklung ist derzeit einfach nicht absehbar, wenn wir die Flügelkämpfe zwischen links und rechts und der Gretchenfrage, wie hältst du es denn mit der FPÖ, beobachten. Ist richtig. Und wenn man sieht, in Salzburg als auch in Linz gibt es mittlerweile kleine KPÖ-Taschen, sage ich jetzt einmal, oder Gruppen, die sich auch schon durchgesetzt haben bei Gemeinderatswahlen. Kommen wir zum großen Dreigestirn, SPÖ, FPÖ, ÖVP. Wie spielt da das Wechselverhältnis zu den drei Parteien eine Rolle bei der Wählerentscheidung? Man hätte ähnlich wie in Deutschland ja dann durchaus denken können, jetzt ist die Koalition ja schon 1,5 Jahre circa am Ruder, dass es ein bisschen ein Revanche-Verhalten geben könnte bei der EU-Wahl. Es ist aber nicht absehbar und das hat eigentlich vor allem damit zu tun, dass die Sozialdemokratie immer noch nicht wirklich in der Oppositionsrolle angekommen ist. Als Beleg für diese Behauptung mag man werten, dass die Neos wesentlich kleiner von der Bevölkerung laut Umfragen eher als Oppositionspartei oder als bessere Oppositionspartei, und zwar unabhängig von der eigenen Parteipräferenz, wahrgenommen werden. Das Verhältnis ansonsten ist sehr zwiespältig. Zwiespältiger einerseits schon dadurch, dass die ÖVP letztlich ja mit einer Doppelspitze auftritt, die unterschiedliche Botschaften verkündet. Wir haben einerseits den glühenden Europäer Ottmar Karas und andererseits, ich habe mir das mal so notiert, wenn ich Caroline Edtstadler nehme, dann, ja, dann ist das schon eher in die Richtung etwas weniger Europa und effizienter. Also es sind schon zwei unterschiedliche Botschaften, wobei Edtstadler eher der Regierungslinie oder sagen wir mal der türkisen Regierungslinie entspricht. Womit immer die Frage ist, wer ist der Schwarze und wer ist der Türkise in der ÖVP? Ich bin mir nicht sicher, ob die das selber immer so genau wissen. Ja. Ich war die Tage bei einer Präsentation vom Buch von Herr Mitterlehner und der Reinhold Mitterlehner hat dann eben gesagt, er sieht sich als Schwarzer und nicht als Türkiser. Das kann ich Ihnen dann nochmal fragen. Ich muss ihn am 27. Mai in der AK Innsbruck moderieren. Dann schauen wir mal, was er dann sagt. Und was mir bei der SPÖ auffällt, ist eine aus meiner Sicht nicht sehr schlüssige Linie, wenn gesagt wird, vor allem das Europa der Konzerne. Es sind doch vor allem amerikanische Konzerne. Und es geht dann andererseits, wenn ich es aus regionalen Perspektiven betrachte, sind genau die Konzerne wieder dazu da, um Arbeitsplätze zu schaffen, wofür die SPÖ ja dann stark steht. Ich denke jetzt insbesondere an Kärnten und Infineon. Also das scheint mir nicht ganz schlüssig, also von der Werbelinie zumindest. Und bei der FPÖ erkennt man, wenn man ein bisschen schaut, ein ziemlich klares Botschaftendreieck. Das ist einerseits gegen illegale Zuwanderung, andererseits gegen den EU-Zentralismus und drittens Österreich zuerst, auch nicht überraschend. Und viertens gegen den ORF. Ja, das ist dann einfach die am einfachsten verständliche Botschaft, ja. Amina Wolf, ja. Das sind jetzt mal so die Grundpunkte. Wenn man jetzt zum Beispiel die Kandidaten anschaut, wie Limski und Karas, stehen sich ja sehr stark gegenüber und sorgen auch dafür mit gegenseitigen Anschuldigungen. Da spielt dann auch Andrea Schieder mit, auch wenn er im EU-Parlament bislang nicht vertreten war. Dafür, dass hier eine gewisse Ambivalenz reinkommt in einen doch eher, sage ich mal, etwas schnöden oder glatten Wahlkampf. Wie sehen Sie das? Ja, also alles sehr im erwartbaren Bereich bisher. Ich denke, die größte Überraschung für die breite Öffentlichkeit, wenn man davor sich tiefer damit schon befasst hat, ist es vielleicht gar nicht so überraschend, ist aus meiner Sicht bei den Neos Claudia Gamon, die grundsätzlich schon einen Vorteil dadurch hat, dass sie die einzige weibliche Spitzenkandidatin ist, aber auch durch einen erfrischend ehrlichen Kurs, wohin denn die Neos gehen wollen, nämlich wirklich deutliche Vertiefung nahezu aller europäischen Angelegenheiten, auch einen ganz klaren Zielgruppenwahlkampf führt. Von
dem Ihnen, glaube ich, vollkommen klar ist, dass nur eine begrenzte Zahl der Österreicherinnen und Österreicher erreichen kann. Aber die sagen halt, naja, wenn wir zweistellig werden im Prozentsatz, dann sind wir ja schon die großen Gewinner und das erscheint mir durchaus möglich. Das ist ja möglich. Spielt eigentlich bei den Neos es eine Rolle, dass Angelika Mlinar jetzt in Slowenien kandidiert und somit eine Ausweichposition für sich gefunden hat, um einem Mandat zu kommen? Ich glaube nicht, dass es im hiesigen Wahlkampf bisher eine Rolle gespielt hat. Wir sind jetzt 14 Tage von der Wahl entfernt. Es kann noch eine Rolle spielen, wenn die politischen Gegner von Claudia Gamon, was sie ja schon begonnen haben, immer wieder auf einen Fehler von Mlinar im letzten EU-Wahlkampf zurückgreifen, nämlich die angebliche Privatisierung des Wassers. Das werden die Gegner versuchen, weil sie Claudia Gamon mehr denn je ernst nehmen. Bisher ist es ihr aber gut gelungen, aus diesen Angriffen herauszukommen. Wird man auch sehen, wie es weitergeht. Was erwarten Sie sich für die Ikone der Grünen, dem Werner Kogler? Glauben Sie, dass er jetzt noch einmal in den Zweiergesprächen an Fahrt zulegen kann, vor allem auch im Kontrast zu Johannes Fockenhuber? Das ist natürlich das besondere Problem. Der Kontrast zu Johannes Fockenhuber, wenn er denn nur darin besteht, dass er hemdsärmelig auftritt und Fockenhuber im Anzug dann eben nicht. Es ist, sagen wir mal so, wenn die beiden miteinander reden, dann entsteht allzu leicht das Bild, ach, das war die Welt von gestern. Nämlich zwei sehr verdienstvolle Grünpolitiker mit hoher Sach- und Fachkenntnis, in Sachen Europa wahrscheinlich bei Fockenhuber noch mehr, und genau das ist das Problem der Grünen. Und Andrea Schieder, wie schätzen Sie seine Chancen ein? Das Grundproblem bei Schieder ist, glaube ich, die Art seiner Bestellung. Nämlich genau in einem Moment Europaspitzenkandidat zu werden, in dem man etwas anderes nicht geworden ist. Bürgermeister von Wien. Ja. Beziehungsweise auch Clubchef im Nationalrat, also nicht mehr. Das heißt, er tritt nicht unbedingt mit einem Winnerbonus an. Ich will es jetzt noch nicht ein Loserbonus an. Es wird ihm zugutekommen, dass letztlich die drei größeren Parteien in Österreich wohl zulegen werden, weil die Grünen auch entsprechend verlieren werden. Das heißt also, wir können davon ausgehen, dass alle, sowohl die ÖVP, die SPÖ als auch die FPÖ, prozentmäßig zulegen. Die Frage ist, ob mit einem anderen Spitzenkandidaten, der mehr Charisma, mehr Strahlkraft hat als Schieder, nicht noch wesentlich mehr möglich gewesen wäre. So sieht es aus, als wenn Platz 1 für die SPÖ nicht drin ist. Das heißt ein offenes Rennen am Ende des Tages. Ein offenes Rennen, es wirkt 14 Tage vor der Wahl so, als hätte die ÖVP auch die bessere Taktik mit dieser Doppelspitze angewandt. Letztlich wäre auch etwas anderes nicht überraschend, weil das größte Problem, das alle Parteien haben, ist die Mobilisierung, die Wählermobilisierung. Und das gelingt bisher leider fast überhaupt nicht. Zumindest nicht mehr als zuletzt. Und zuletzt hatten wir von Bundesland zu Bundesland natürlich unterschiedlich, aber in Tirol, einem jener Bundesländer, das am meisten von der Europäischen Union profitiert hat. Allein durch die Bindung zu Südtirol war die Wahlbeteiligung bei 35%, das ist erschreckend. Hingegen in Südtirol auf der italienischen Seite bei über 50%. Ich denke, wenn die Wahlbeteiligung noch weiter runtergeht in Österreich, dann haben wir wirklich ein europapolitisches Problem im Lande. Ja. Und da könnten dann natürlich Themen wie Öxit etc. salonfähig werden. Ich glaube, salonfähig sind die ja schon. Das wurde nur, glaube ich, stark abgemindert, weil jede und jeder sieht, dass das mit dem Brexit vielleicht nicht so ganz die Königsidee war. Zumindest also von Europa aus in Richtung Insel beobachtet. Dass das Thema jederzeit wieder aus dem Hut gezaubert werden kann, ist, glaube ich, jedem klar. Wir bemerken das durch den Einfluss, den Viktor Orban auch über die Grenzen hinaus hat, einfach als Diskussionsthema. Siehe jetzt Besuch von HC Strache in Ungarn bei ihm, der Versuch, ihn aus der
ja, konservativen Parteienfamilie herauszulösen. Ob das dann gleich in Richtung Öxit geht, ich glaube nicht, dass die FPÖ strategisch gut beraten wäre, es so weit zu treiben. So weit hat sie es ja auch schon lange nicht getrieben. Aber die Europakritik noch zu verstärken, das ist durchaus drin, ja. Abschließend dazu, wie schätzen Sie ein, dass die Parteien am 26. Mai abschneiden werden? Im Grunde genommen werde ich dann natürlich auch durch Umfragen beeinflusst, wie sie zuletzt da waren, beziehungsweise wie heute, allerdings erst am Nachmittag, eine große mit dem Sample 2400 veröffentlicht wird. Das ist also, glaube ich, bisher die größte Fallzahl. Also 2400? Als Fallzahl, ja. Eine gemeinsame Umfrage von Unique Research für Profil, ATV und heute. Also 2400 Befragte. Ja. Bisher sieht es so aus, als wenn für die ÖVP ein Prozentsatz mit 3 vorne drin ist, also dass sie über 30% steigen könnte, dass die SPÖ gar nicht viel darunter landen könnte und die FPÖ bei rund 24%, was letztlich für alle, auch was jetzt die innenpolitische Wirkung betrifft, nicht schlecht wäre. Weil es im Grunde genommen stabile Verhältnisse darstellt. Aus heutiger Sicht ist das auch für die SPÖ nicht schlecht, wenn sie als stabil dasteht, so, oder zumindest mit 30 in Reichweite. Für mich überhaupt nicht auszurechnen, wie die Grünen wirklich abschneiden werden, ob da nicht auch Mitleideffekt kommt, wie viel sie im Hintergrund gemacht haben, wie viele Hausbesuche sie gemacht haben. Das wird sehr viel mitspielen. Wie viel davon Nichtwählern der Nationalratswahl sagen, ja, jetzt muss ich aber unbedingt hingehen, nicht, dass die noch einmal verlieren. Das lässt sich fast nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass die Neos eben ihr Ergebnis von 8% von 2014 zumindest halten können. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn sie über 10% kommen. Und ein Europa? Ich glaube nicht, dass ein Europa hineinkommt. Gut. Abschließend, Sie beobachten ja auch die deutsche Medienwelt. Wie ist da das Verhältnis? Weil es hat jetzt diese Kontroverse gegeben zwischen Armin Wolf und den Freiheitlichen und die wurde in Deutschland entsprechend beobachtet. Wie ist in Deutschland die Wechselwirkung zwischen Politik und Medien? Sie ist anders, weil der Markt dort nicht so hoch konzentriert ist wie in Österreich. Das liegt nicht nur daran, dass Deutschland 10-mal mehr Bevölkerung als Österreich hat, sondern einer anderen Mediensituation, die in Österreich sich verschärft hat dadurch, dass der ORF wesentlich länger ein Monopol hatte, sowohl im Radio als auch im Fernsehen, als dies in Deutschland für ARD und ZDF in diesem Bereich möglich war. Und natürlich auch an einer wesentlich vielfältigeren Presselandschaft, die auch dadurch erklärbar ist, dass Deutschland natürlich eine ganz andere Wirtschaftskraft und dadurch auch Werbekunden hat. Das heißt, es gibt nicht diese hohe Abhängigkeit von so wenigen Medien. Im Vergleich zu Österreich hat eine Bild-Zeitung, die zwar das größte Boulevardblatt Europas ist, in Deutschland nicht diese Meinungsmacht, wie sie zum Beispiel eine Kronenzeitung immer noch in Österreich hat. Das merkt man allein schon durch die Reichweite. Die Bild-Zeitung hat in Deutschland bei rund 80 Millionen Einwohnern eine Reichweite von 9,5 Millionen täglich. Die Kronenzeitung hat in Österreich immer noch über 2 Millionen bei 8 Millionen. Das heißt also, die Zeitung verhält sich 1:5 ungefähr, die Bevölkerung 1:10. Also ich glaube, aus dem Beispiel sieht man schon sehr deutlich. Ähnliches gilt auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der reichweitenstärkste Sender, oder sagen wir mal, den größten Marktanteil in Deutschland hat derzeit das ZDF mit rund 13% Marktanteil. ORF 2 hat in Österreich nahezu 20% nach wie vor. Also das heißt, wenige Medien in Österreich haben deutlich mehr Marktanteile und deutlich mehr Reichweiten. Das ist vor allem der Unterschied. Und dann gibt es aus deutscher Perspektive
ich würde sagen, aus deutscher Medienperspektive so etwas wie eine geradezu durch die Lupe Blick auf Österreich als politischen Testmarkt. Das war zu Zeiten von Haider nicht so, weil man ähnliche Phänomene in Deutschland nicht gekannt hat. Das ist jetzt in Zeiten der FPÖ und AfD schon so. Zumal die AfD ja immer wieder sagt, wie sehr in vielen Bereichen die FPÖ ihr Vorbild ist. Spielt das dann auch ein bisschen auch eine Rolle bei der Gesetzgebung, weil die Deutschen auch immer mehr und mehr, auch wie die Österreicher jetzt Klarnamenpflicht, die Medienstaatsvertrag, der jetzt in Deutschland diskutiert wird, in Österreich ist die Klarnamenpflicht, sich beginnen auch einzuschließen und zu sagen, wenn fremde Medien aus anderen Ländern auf unseren Markt abzielen, dann fallen die unter unser Gesetz. Also ich glaube, dass das Problembewusstsein dafür in Deutschland A wesentlich ausgeprägter ist, die Mediengesetzgebung eben dadurch, dass wir in der Ländersache sind, mit Österreich überhaupt nicht vergleichbar. Allerdings gibt es in Deutschland eine hochprofessionelle, institutionelle, zumindest Beobachtung auch der Medienlandschaft durch die Landesmedienanstalten, die dort schon eine grundsätzlich wesentlich stärkere Expertise insgesamt ermöglicht als bei uns. Also das heißt, die Comaustria hätte in Österreich noch einiges an Aufwuchspotenzial. Ich würde sagen, einiges ist ein etwas zu geringes Wort, ja. Dann schließen wir damit. Ich sage danke fürs Gespräch, wünsche noch viel Glück und viel Spaß bei den nächsten 2 Wochen Wahlbeobachtung und bis bald. Dankeschön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.